Also klammheimliche Freude in dem Bereich finde ich ist schon sehr weit zurückzuweisen. Ich war 10, als Tschernobyl passiert ist. Ich habe das damals wirklich bewusst auch miterlebt, ohne viel zu verstehen. Aber diese Beklemmung, auch die Angst, die meine Eltern damals hatten über das, was da passiert, was irgendwie unaufhaltsam droht, und das ist mir schon sehr stark in Erinnerung geblieben. Und es ist auch jetzt eigentlich erst in Anbetracht eigentlich dieser inzwischen ja eigentlich drei Naturkatastrophen, die über Japan hereingebrochen sind, also Erdbeben, Tsunami und der Vulkanausbruch und dann obendrauf noch jetzt eine Kernkraftanlage, die völlig außer Kontrolle geraten ist. Es sind ja insgesamt 6 Blöcke, die inzwischen betroffen sind. Tschernobyl war ein Block, der explodiert ist. Das sind also Dimensionen, die man eigentlich auch nicht mehr fassen kann. Auch an Sie nochmal die Frage, ob Sie zurück wollen zum rot-grünen Atomkompromiss oder ob der Atomausstieg jetzt noch schneller gehen muss. Also der Atomkompromiss ist eine Rückfallstufe, die es momentan gibt. Wir fordern allerdings inzwischen, dass die 7 ältesten Reaktoren, also alle, die vor 1980 in Betrieb gegangen sind, abgeschaltet werden. Das würde für Baden-Württemberg, Neckar-Westheim und Philippsburg bedeuten. Obrichheim ist zum Glück schon abgeschaltet. Das, finde ich, kann aber eigentlich auch nur der Anfang über eine weitergehende Diskussion sein, welche weiteren Sicherungsmaßnahmen und auch wirklich in ausstiegsorientierte Sinne weitere Sicherungsmaßnahmen getroffen werden müssen für die Kernkraftwerke. Ich möchte in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass da noch einiges nachkommt. Also wenn man sich anschaut zum Beispiel, wie die Atomaufsicht hier im Land funktioniert oder auch nicht funktioniert. Es gibt eine Stuttgarter Tageszeitung, die gestern und heute darüber berichtet hat, dass gegen die Ministerin Gönner Strafanzeigen vorliegen, weil sie trotz eines Gerichtsbeschlusses wichtige Unterlagen zur Betriebserlaubnis von Philippsburg nicht offengelegt hat. Und es ist auch so, dass mindestens 3 Störfälle in Neckar-Westheim vorgelegen haben, die nicht der Öffentlichkeit gemeldet worden sind, wobei in mindestens einem Fall eine Meldepflicht bestanden haben muss und dass inzwischen auch das Bundesumweltministerium Ermittlungen aufgenommen hat. Also ich glaube, da wird noch einiges aufzuarbeiten sein und auch aufzudecken sein, vor allem was die Atompolitik der Landesregierung angeht. Ja, Herr von Rössler, die FDP hat zusammen mit der CDU die derzeitige Atompolitik